Münzen. 6, 6, 5, 1. Okay. Hi. Ja, dreimal Erde wäre hier. Das heißt, wir bräuchten schon drei Erde hier. Ah, und den da müssten wir loswerden. Drei Feuer brauchen wir hier. Kannst du bitte da oben bleiben? Was brauchen wir hier? Feuer, Wasser, Erde. Oh, eine... Ja, gut. Drei Wasser. Feuer, Luft, Erde. Gut, gehen wir mal in das Portal. Also rekapitulieren wir. Wir hatten... Ich glaube, in die Truhe habe ich gar nicht geguckt. Aber wir hatten auf jeden Fall dreimal Wasser. Also drei Feuer. Drei Wasser. Und dreimal Erde. Ja. Da hatten wir einmal Feuer, Erde, Wasser. Und ich glaube einmal Feuer, Erde, Luft. Dann haben wir nochmal Feuer, Erde, Wasser. Okay. Hups. Das wollte ich nicht. Lösch das mal bitte. Ich wollte... Das hier überspeichern, ja. Jetzt mit dem da direkt vor der Tür wird spaßig. Gucken wir noch mal hier. 330 und 13. Und ich sollte wirklich, wenn ich in ein Portal jetzt komme, das den Bogen wegstecken. Also jetzt nochmal bitte, das ist eine 330 in Rot und eine 13 in Schwarz, okay.
Schreiben wir uns das auch mal auf. Und in Schwarz, 13 in Schwarz, okay. In welchem Raum bin ich jetzt? Im Roten oder im Schwarzen? Drei Zahlen. 2, 33, 10. Okay, was ist gerade an? Die 2 ist an. Die 13. Und die 5. Das heißt, ich mache erstmal die 2 aus. Naja, ich mache die 2 wieder an. Guck, wo die 11 war, genau. So. Jetzt mache ich die 13 aus. Jetzt habe ich hier die 5, die 2 und die 11, also 10. 110. Eine 7 brauche ich nicht, ich brauche eine 3. Genau, die 3. Gut, das sollte den Raum lösen. Ach, wo bin ich gerade hier? So, jetzt gucken wir noch mal hier. Was dürfen wir hier nicht eingeben? Fünf, 24 oder 12. Eine 8. Eine 2. Und eine 16. Ich brauche eine 13. Also ich mache erstmal die 16 aus. Suchen wir mal die 1 raus, genau. Es darf keine 24, keine 5 werden, gell? Ja. 24 und 12 habe ich dadurch, dass ich die 1 genommen habe, ja schon mal rausgenommen, weil beides gerade Zahlen sind. Das heißt, wenn ich jetzt die 2 wegnehme, habe ich eine 9. Und wenn ich jetzt die 4 dazu packe, genau, habe ich eine 13. Das müsste alles gewesen sein hier. Ja, die Kiste ist entriegelt und kann geöffnet werden. Oh, die Robe des blutenden Auges. Da war ja was.
Wassermünze in den Schlitz. Wassermünze in den Schlitz. Noch eine Wassermünze. Schild des blutenden Auges. Gut. Für die Truhe ist er mir jetzt gerade zu nah, also muss ich erst die Truhe aufmachen. Ja. Feuermünze. Wassermünze. Und Erdmünze. Und da ist er auch schon. Gut, drei Kisten. Feuer, Luft, Erde, Feuermünze, Luftmünze, Erdmünze. Okay, dafür ist er jetzt auch wieder schon zu nah. Gut, was sagen unsere Münzen? Helm des blutenden Auges haben wir jetzt auch. Ja, komm her, du. Du kommst mir irgendwie langsamer vor als der da. So, hier. Feuer, Wasser, Erde, Feuermünze, Wasser und Erdmünze. Oh, noch eine Kriegerrune. Ja, Feuermünze, Feuermünze, Feuermünze. Da war eine HD-Puppe wieder drin. Und die letzten drei Erdmünzen hier rein. Erdmünze, Erdmünze, Erdmünze. Und Erdruhe öffnet sich. Irgendeine Maske. Oh, er dreht um. Nein, er überlegt sich's. Okay. Ab durch das Portal und raus hier. Ja, weg hier. Gut, mein Bogen. Was wünscht die Rune? Verstanden. So, für den Fall, dass uns Xalabar doch wieder verarschen möchte, holen wir mal unsere Truppe.